Also zu dem folgenden Effekt muss man einiges sagen. Es ist ein wunderbarer Effekt, um eine Zauberdarbietung einzuleiten und um etwas über die Zauberei zu erzählen, über Ablenkung, über Fingerfertigkeit vielleicht. Und das Problem hierbei ist nur, hier auf einem Video, auf einem Trailer, kann man natürlich das eigentliche Trickgeschehen vielleicht nachvollziehen. Also das schönen Gruß an alle, die Trailer im Einzelbildmodus sich anschauen, um irgendwie dahinter zu kommen, wie es geht. Aber ich kann Ihnen versichern, im realen Leben, und ich habe es schon wirklich sehr, sehr oft vorgeführt, ist dieser Effekt nicht zu durchschauen und ist für die Zuschauer sehr, sehr verblüffend, weil sie letztendlich die perfekte Ablenkung haben, indem eben diese Blüte der Rose wegfliegt und alle Leute gucken automatisch danach, wo ist diese Blüte hingefallen, und in dem Moment ist sie auch schon wieder erschienen und sie haben eine wirklich schöne Einleitung zur Zauberei. Das kann ich Ihnen versichern. Der Effekt ist super, super einfach vorzuführen und Sie werden mit Sicherheit viel Spaß daran haben. Mein Name ist Michael Küppers und das ist die Rückkehr der Rose. Meine Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu unserer Zauberveranstaltung. Sicherlich haben Sie schon mal einen Zauberkünstler gesehen und Zauberei hat ja auch viel, sage ich mal, mit Ablenkung zu tun. Also das meinte ich mit Ablenkung. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei unserer Zauberveranstaltung.